Während wir bisher an den Kunden nur Energie verkauft haben, wird die Herausforderung in Zukunft komplexer. Wir wollen hier zusammen mit dem Kunden Lösungen finden und damit die Herausforderungen, die wir zusammen mit dem Thema Energiewende haben, lösen. Heute ist der Tag, an dem wir unsere bisherigen Erfolge in der Digitalisierung darstellen. Wir haben 5 Themen mit einem Ziel: Die Edgar Schwaben soll digitaler werden. Und in dem Zusammenhang freuen wir uns auf die Diskussion mit der Öffentlichkeit, mit den Journalisten, wie wir uns vorwärts bewegen. Das ist ein Prozess, der heute beginnt und im Grunde nicht mehr enden wird. Wir haben es uns nicht ganz leicht gemacht. Wir haben natürlich vorher nochmal geschaut, welche Produkte wollen Kunden denn? Und haben die dann natürlich auch getestet mit Testkunden. Kapieren die das? Oder haben wir mal wieder unsere eingeschränkte Betriebsdenke, die dann mit 2 Scheuklappen durch die Gegend rennen? Offensichtlich haben wir es getroffen und dieser Dialog mit Kunden, den wir da gestartet haben, der scheint sehr erfolgreich zu sein. Mein Prämiengast, wie der Name schon im Grunde sagt, da gibt es Prämien für erstens langfristige Preissicherheit. Das ist eigentlich für die Mehrheit unserer Kunden, die sagen, ich will eigentlich fair behandelt werden, ich will einen günstigen Preis. Was kriegt der ökologisch orientierte Kunde bei uns? Er kriegt zunächst einmal 5% Bio-Erdgas aus unseren eigenen regionalen Biogasanlagen. Da kann man jetzt, die sind natürlich zertifiziert, jede Kilowattstunde ist zertifiziert. Und den Rest zertifizieren wir mit CO2-Kompensationsmaßnahmen, aber Goldstandard. Wir bohren einmal durch die Wand, das ist die Gasleitung und das Ding da ist die Glasleitung. Und wir machen mit einer Bohrung, schieben wir Gas und Glas auch tatsächlich ins Haus. Denn wenn man nur dieses Glasfaserbündel mit verlegen tut man das dann, und später wird das dann entsprechend eingeblasen. Also ein Glasfaserbündel schaut komplex aus. Wer es noch nicht gesehen hat, schaut irgendwie schon sehr technisch aus. Das allein reicht nicht, das einfach mit zu verlegen. Die Schwierigkeit geht dann los, wenn die Leute dann praktisch ins Haus rein den Glasfaseranschluss wollen. Und genau das haben wir an der Stelle auch gelöst. Wir haben eine E-Mobilitätswende für uns selber und es geht jetzt los. Wir werden zunächst mal alle unsere Betriebsstellen mit diesen Tankstellen ausrüsten und wir werden im Jahr 2017 werden wir 22 Ladesäulen kreuz und quer in unserem Versorgungsgebiet haben. Wir werden diese Ladesäulen im Wesentlichen an, ich sage es mal, Hotspots aufstellen, eben dort, wo Leute die zentral irgendwo reinfahren, in Städte reinfahren, parken und während dieses Parkens einfach tanken können und wollen. Nee, wir sind stolz drauf, weil wir wissen, dass wir in dieser Konstellation einer der ersten sind, die das hinkriegen und auf die Bahn kriegen und nicht nur davon reden und da Blasen machen. Und das freut mich. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.